Da war eine Gruppe von Dozenten und ja, hauptsächlich Dozenten nach Buenos Aires gekommen, weil der damalige Rektor der Hochschule war ein Argentinier, Tomás Maldonado, und er hatte seine Freunde Guy Bonsipe und alle möglichen anderen mitgeschleppt nach Buenos Aires, wollte ihnen sein Land zeigen. Und da habe ich sie kennengelernt über eine Fotografin, mit der ich arbeitete, also so journalistische Arbeiten machte. Und die erzählten von dieser Schule und ich fand das alles sehr spannend. Was ich sehr spannend fand, war so eine, erstens eine Vorstellung, dass es eine antifaschistische Gründung war. Dass die erzählt haben von den Geschwistern Scholl, von denen ich bis dahin überhaupt keine Ahnung hatte. Ich habe nicht gewusst, wer die Geschwister Scholl sind in Argentinien. Ich glaube, das andere, was mich sehr beeindruckte, war diese sehr seltsame Kombination von Intellektualität und praktisches Wissen. Das heißt, die redeten immer, wie man die Welt verändern sollte über ein Design. Und sie sprachen auch von Politik, sie sprachen davon, dass es politische Formen des Zusammenlebens gibt, die eben nicht so bekloppt sind wie im Kapitalismus mit diesem enormen Konsum. Das alles fand ich sehr, also das hat mich sehr angemacht und ich dachte, in einer Schule, in der all das gedacht wird oder vielleicht sogar gelehrt wird, vielleicht gelebt wird, das möchte ich anschauen. Per me era naturale che quando io arrivato a Ulm. Als ich nach Ulm kam, waren mir die dortigen Themen alles andere als fremd. Sie stammten zum Teil aus den ursprünglichen Ideen der Jahre 1944 bis 1948. Come dopo quella, dopo il 48. Noi eravamo costruttivisti, più di diventare artisti concreti. Wir waren Konstruktivisten, ehe wir zur konkreten Kunst kamen. Wir hatten also eine viel radikalere Position als die konkreten. Die Texte von Arvatov, von Gahn, von Kuschnew, von Tatlin, die waren damals für uns wichtig. Ein großer Teil des russischen Konstruktivismus hatte eine produktivistische Ausrichtung. Sie wollten die Autonomie der Kunst relativieren. Die Kunst sollte logisch von der Produktion abgeleitet werden. Der berühmte Aufruf von Tatlin war: Ingenieure konstruiert, macht neue Vorschläge. Die künstlerische Produktion sollte sich am Ingenieurswesen orientieren, zur Ingenieurskunst werden. Was mich betrifft, ist das eine wichtige Wurzel, weil ich mich besonders aktiv mit dem russischen Konstruktivismus beschäftigt habe. Das war in den 40er Jahren. Seitdem hatte ich immer ein großes Interesse an Produkten, an Architektur und auch an Kommunikation gehabt. This is a impossible figure that, of course, we're familiar with a lot of these. This is Buchfelder, I think. And it's a problem of overlap and what is on top and what is on bottom. This is belongs to a problem I call conflicting depth cues, and there are, I don't know, five or six important cues, not bifocal, but perceptual
cues of why things are go in the front and come to the front and go to the back. And so she's working with that here, and she's the heavy line is going to tend to come forward and the light line is going to tend to go back, and she's showing that the same design, you color it differently. Und ich verstehe nicht, was er will, ja? Dann ich gehe zu ihm und sage, aber Herr Brockmann, aber was ist das? Und er sagt, ja, schauen Sie gut, da gibt es eine kleine, mit der Schere, Sie haben so ein kleines, wie nennt man, ein Bückel. Und ich sagte, ja, aber es ist eine Kleinigkeit und so weiter. Und er hat mir was in dem Moment wirklich was ganz Wichtiges beigebracht. Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, Herr Franceschi, aber man muss entscheiden, ob Sie diese Unregelmäßigkeit kommunizieren wollten oder nicht. Ist es nicht irgendwie eine Befreiung? Ist die Schließung für uns nicht irgendwie eine Befreiung gewesen? Es klingt wie eine Provokation, aber so provokativ ist es nicht. Man muss und wir sollen uns vergegenwärtigen, dass in den letzten Jahren dieser Institution immer wieder neuen Gedanken kamen. Wir sind am Ende unserer Aufgabe. Stell dir mal das vor, hätten wir da noch in der 70er, Anfang der 80er Jahre hier, wären wir hier immer noch hier zu Hause gewesen. Es wäre eine Burg des Widerstands gegen die Postmoderne geworden. Und die besten Freunde, die wir hatten, wären gekommen. Also, hör mal auf, ja. Die Freunde, ich sage nicht Filminger, die Freunde hätten uns gesagt, geh mal so. Ist nicht mehr so aktuell. Da hat uns Filminger von dieser Schande befreit. Und das war der ICE damals 3,5 Meter. Das 3,5 Meter wird die Spielwiese eines Zugdesigners, 2,95, manchmal wird es auch noch ein bisschen enger, ist halt die Realität. Das heißt, die Kunst der kleinen Räume besteht nicht in der Länge, sondern die Kunst der kleinen Räume besteht in der Breite. Und da entwickelt man natürlich irgendwo im Laufe der Zeit eine Erfahrung, wie man mit seinen Partnern um was kämpft. Und das ist eigentlich das A und O. Das heißt, meine Partner sind die Konstrukteure, die mir sagen, die Wand ist 7 cm stark. Das ist eigentlich extrem dünn, wenn man sich überlegt, was an Statik und alles mal drin steckt, mit Klimakanälen, mit Innenpaneelen, mit allem Möglichen. Aber man muss versuchen, als Designer zu schauen, ob man das nicht auf 6,5 bringt. Und das Phänomen der Wissensrepräsentation ist heute eine zentrale
Frage geworden. Man kann, also die Wissenschaften hängen zur Vermittlung ihrer Resultate im steigenden Maße davon ab, dass dieses Wissen visuell aufbereitet und auch durch Einsatz dieser neuen multimedialen Ressourcen aufbereitet wird, um, sagen wir, assimiliert werden zu können. Es hat keinen Zweck mehr, ein Wissen zu produzieren, das man dann in der Schublade lässt. Mein Wissen muss mitgeteilt werden. Und die neue Technologie, diese Informationstechnologie, die gibt uns eben diese Mittel an die Hand, um das zu machen. Und das ist ein neuer Arbeitsbereich, Informationsdesign, und dem ich sehr, sehr große Perspektiven sagen wir, voraussage. Ja? Das ist ein faszinierendes Gebiet, Wissensrepräsentation und Wissensvermittlung durch Einsatz von digitalen Medien.